Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Ships at Sea. Wir starten ab heute durch mit einem neuen Schiffssimulator. Dieses Spiel wurde erst am 23. Mai 2024 auf Steam im Early Access veröffentlicht und kostet dort aktuell 24,99 €. Also runden wir einfach auf, sagen wir 25 €. Ja, so einen Simulator hatten wir noch nicht auf dem YouTube-Kanal und deswegen ist die Freude umso größer, dass wir ab heute mit diesem Titel beginnen. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie euch dieser Titel gefällt. Das heißt, wenn euch der Titel gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, gerne auch einen Kommentar schreiben, am besten sogar beides machen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen, weil der YouTube-Algorithmus das Video dann öfters vorschlägt und so weiter und so fort. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, für mich ist dieses Thema Schiffssimulatoren auch recht fremd, muss ich zugeben, beziehungsweise ist bei mir einfach schon zu lange her. Ich glaube, ich habe den letzten Schiffssimulator so vor 15, 20 Jahren oder so gespielt und ich denke mal, dass ich in dieser Zeit einiges beim Thema Schiffssimulatoren getan hat. Na gut, ich würde sagen, wir haben dann das Wichtigste soweit besprochen von dem Spiel und ja, was ich aber nochmal erwähnen möchte, ist, dieser Titel ist ein Early Access Titel. Ich habe extra das Fenster hier gerade nochmal offen gelassen. Kann also sein, oder beziehungsweise hier fehlt halt noch Inhalt, es kann nochmal sein, dass die Performance nicht so hundertprozentig gut ist und so weiter und so fort. Ihr wisst da normalerweise Bescheid, brauche ich nicht nochmal erklären, was Early Access bedeutet. Genau, so, dann würde ich sagen, klicken wir einfach mal auf OK. Hier noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, ist, dass dieser Titel schon einen Multiplayer-Modus anbietet. Da habe ich aber auf Steam gelesen, dass man anscheinend dann nicht auf einem Schiffchen durch die Gegend fahren kann, sondern nur mit getrennten Schiffchen. Aktuell, ob es so ist, keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert, hatte ich aber auf Steam gelesen. Ihr wisst da bestimmt auch besser Bescheid als ich. Und es gibt aber auf jeden Fall einen Multiplayer-Modus, ja, der auch schon funktioniert, genau. Wir starten aber ab heute durch mit der Karriere. Leider ist das Spiel auf Englisch. Man hat zwar wahrscheinlich später die Möglichkeit, das hier umzustellen, aber aktuell ist da nur Englisch zur Verfügung. Lassen wir uns einfach nicht von stören, würde ich sagen. Und dann klicken wir jetzt endlich mal auf die Karriere. Wir starten komplett von Anfang an durch. Das heißt, wir machen das Tutorial mit und überspringen das nicht. Es würde hier auch die Möglichkeit geben, das Tutorial zu überspringen. Aber wir nehmen das Tutorial natürlich einfach mal mit. Weil, wie gesagt, 15 bis 20 Jahre her bei mir, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ein Schiff auf dem Wasser fährt, mehr weiß ich nicht mehr. So, gut, okay, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, einen Charakter auszuwählen, beziehungsweise ja, hier eine Person auszuwählen, die wir spielen wollen. Wir haben hier 4 männliche zur Verfügung, beziehungsweise, nee, wir haben sogar mehr zur Verfügung. Wir haben ja Dockarbeiter, haben wir 4 Stück zur Verfügung und einmal Fischer haben wir 4 Stück zur Verfügung. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Stück zur Verfügung, plus dann haben wir natürlich nochmal die weibliche Seite, es sind jeweils auch 8, so wie es aussieht, genau, ja, kann man sich also so ein bisschen kleiden, wie man möchte. Wir nehmen heute die männliche Rolle, ich fühle mich heute als Mann, somit nehmen wir einfach mal das und wir nehmen hier einfach mal Dockworker 4, würde ich sagen, sieht passend aus, somit lassen wir das einfach mal so. Wir können auch hier den Helm ein- und ausblenden, ich finde es aber ganz gut, wenn wir hier einen Helm aufhaben, schadet auf jeden Fall nicht und dann klicken wir auf Save. Und schon sind wir hier im Tutorial drin und können uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Willkommen zu Ships at Sea. Wir sind jetzt in Rost angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist nicht so meine Sprache hier, aber ihr könnt es ja selber lesen. Ich weiß nicht, wie betont man so ein durchgestrichenes O? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Genau, okay. Wir sollen also jetzt ins Büro gehen und sollen dort die erste Mission annehmen. Das werden wir hinkriegen. Wir können mit WASD laufen, mit Shift können wir rennen und mit der Maus können wir uns umschauen. Da sehen wir hier gerade schon lauter Schiffchen stehen, die sich auch alle schön im Wasser bewegen. Sehr, sehr cool. Ja, dann laufen wir doch gerade einfach mal zum Büro hin und nehmen dort wahrscheinlich den ersten Auftrag an. Ich renne mal gerade dorthin, weil wir auch ganz gechillt hier entlang laufen können. Ist irgendwie voll entspannt hier am Meer. Ich finde ja so Meer sowieso immer sehr entspannt. Na gut, dann gehen wir gerade mal ins Büro rein. Und dann haben wir hier schon den ersten Auftrag. Und der lautet Medizin ausliefern. Genau, ich werde diese Ortsnamen nicht aussprechen. Ihr könnt es ja selber lesen, weil ich breche mir, glaube ich, da die Zunge. Und da ich heute noch ein bisschen was weiteres aufnehmen möchte, wäre das dann doof, wenn meine Zunge nicht mehr funktioniert. Und somit überlasse ich euch das Lesen einfach bei euch. Genau, wir sollen hier auf jeden Fall für 20.000 Geld Sachen ausliefern und kriegen auch 250 XP dafür. Genau, nehmen wir einfach mal an. Somit haben wir den Auftrag angenommen. Und dann sehen wir auch hier schon das Paket rumliegen. Nehmen wir gerade einfach mal in die Hand und schon können wir damit durch die Gegend laufen. Man hat auch übrigens die Möglichkeit, hier in die Third-Person-Ansicht zu gehen
Und wir spielen aber hier hauptsächlich in der Ego-Perspektive. Ich finde es hier aber auch richtig cool, dass hier alles so schön rumwabbelt im Wasser. Sehr, sehr schön auf jeden Fall umgesetzt. Und das ist tatsächlich für heute unser Bötchen. Es geht hier wirklich ganz, ganz, ganz klein los. Ja, hätte eigentlich jetzt nur noch gefehlt, in der Stufe vorher wäre vielleicht so ein Stand-Up-Paddle gewesen oder so, keine Ahnung. Kurs hier erstmal, aber wir fangen auf jeden Fall mit so einem Paddelboot hier an. Und somit schmeißen wir einfach gerade mal die Kiste dort rein. Und dann sitzen wir auch direkt schon drinne. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, also mit der Taste S können wir rückwärts paddeln. Ja, bringt aber natürlich nichts, weil wir haben noch die ganzen Tower befestigt und somit lösen wir die gerade erstmal und dann können wir hier die Taste S drücken, dann geht's rückwärts. Und dann können wir mit der Taste A das linke Paddel quasi benutzen und mit der Taste D das rechte Paddel. Und ja, deswegen drehen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen und dann paddeln wir in Richtung Ziel. Wir müssen nämlich dort hinten lang, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Genau, da hinten, da sehen wir die Markierung. Also würde ich sagen, geben wir einfach mal Gas, beziehungsweise wir müssen hier gerade nochmal so ein bisschen uns drehen und dann geben wir einfach mal Gas. Wir können natürlich auch in die Ego-Perspektive gehen. Ja, ist natürlich beim Paddelboot immer ein bisschen unangenehm nach vorne zu schauen, aber Nackenschmerzen gibt es hier in dem Spiel nicht. Somit können wir uns einfach hier rumdrehen mit der Sicht und dann sehen wir auch, wo wir hinfahren. Wir haben auch die Möglichkeit, ein bisschen schneller zu paddeln, dafür einfach wieder Shift gedrückt halten, dann gibt der Kollege hier richtig Vollgas. Und dann sind wir, denke ich mal, bald am Ziel. Oha, wir haben aber gerade richtig Speed drauf. Müssen aber jetzt gerade noch mal ein bisschen drehen. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu arg gedreht, aber kriegen wir schon hin. Schöne ist, wir haben gerade recht ruhiges Wasser. Ja, da ist es mit diesem kleinen Bötchen nicht ganz so übertrieben. Ich habe das Tutorial jetzt schon mal gespielt gehabt, beziehungsweise zum Teil gespielt gehabt, nicht komplett. Einfach um zu schauen, ob das alles mit den Toneinstellungen wieder passt und so weiter, dass die Aufnahme auch funktioniert und. Und ja, da hatte ich tatsächlich ein bisschen raueres Wetter. Ach, da war das mit dem kleinen Bötchen doch ein bisschen bedrohlich. Aber so muss ich sagen, mir gefallen die Effekte eigentlich von dem Wasser richtig gut. Ja, man sieht auch, dass man hier diese Wellen so schön hinter sich herzieht und so weiter. Das ist schon richtig, richtig cool gemacht eigentlich. Macht auf jeden Fall schon mal einen netten Eindruck. Macht auf jeden Fall einen netten Eindruck. Sieht auf jeden Fall besser aus als vor 15, 20 Jahren so ein Spiel. Das muss man einfach mal sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Titel hieß, beziehungsweise ich hatte damals, glaube ich, zwei Schiffssimulatoren. Aber fragt mich nicht mehr, wie die heißen. Von dem einen Schiffssimulator habe ich sogar noch die Spezialedition im Keller rumstehen. Das war so eine schöne geprägte Metallbox. Ich habe eigentlich, glaube ich, damals das Spiel extra nur wegen dieser Metallbox gekauft. Die steht immer noch im Keller rum. Die steht immer noch im Keller rum. Ich weiß gar nicht mehr, wie das andere Spiel hieß. Keine Ahnung mehr. Ist wirklich alles viel zu lange her. Viel zu lange her. Naja. Aber ich mag es eigentlich so, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Ich bin zwar in der Realität auch recht selten auf dem Wasser unterwegs, aber so in Spielen finde ich es auch immer super. So, da hinten sollen wir hin. Können auch gerade nochmal in die Außenansicht gehen. Mal ein bisschen gechillter hier durch die Gegend paddeln. Aber nee, die Welleneffekte gefallen mir wirklich gut. Das sieht schon echt schick aus. So. Wir müssen gleich noch ein bisschen beidrehen. Damit wir passend ankommen. Man sieht auch immer, wie viel Uhr man gerade hat und welches Datum sieht man oben rechts. Wir sehen auch, wie viel Geld wir haben. Wir haben 10.000 Geld gerade zur Verfügung. Wir haben den 4.1.2024, wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, 4.1. oder 1.4. Ich würde fast tippen auf, dass das Datum auch hier rumgedreht ist. Und somit würde ich einfach mal auf den 1.4. tippen, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir 8.55 Uhr am Morgen. Sonne geht gerade erst auf. Sieht auch sehr schön aus. Genau, jetzt müssen wir die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Und somit sind wir da. Docken wir an. Steigen wir aus. Und dann sind wir schon wieder hier oben mit unserer Kiste. Und dann bringen wir die gerade mal zu unserem Zielort. So. Deliver Area. Alles klar, da sollen wir hin. Zack, Kiste hingeschmissen. Platzieren.
haben wir somit getan und somit ist die erste Mission abgeschlossen. Wir haben 20.000 Geld verdient, klingt schon mal sehr gut, haben auch ein paar Erfahrungspunkte dazu gewonnen, weil wir haben hier auch einen Erfahrungsbaum, können wir gerade mal danach schauen, beziehungsweise hier sehen wir auch unser Level, gerade wenn man die Tab-Taste drückt. Wir sehen unsere Erfahrungspunkte, wie viele Skillpunkte wir gerade nicht benutzt haben, wie weit wir schon gefahren sind. Hier sehen wir auch unser Zertifikat, Amateurzertifikat, ja, für ein Paddelboot reicht's. Weiß gar nicht, ob man hier irgendwie auch das Bild ändern kann, aber auch nicht so wichtig. Die Mission, die wir offen haben, sehen wir hier oder beziehungsweise auch die wir abgeschlossen haben. Und hier haben wir unseren Skilltree. Ja, da sehen wir alles, was wir hochleveln können. Können mehr Inventarslots hinzufügen. Ja, ein bisschen den Spritverbrauch senken von unseren Schiffen und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall einiges, was wir hier auch leveln können. Auch hier, was die Reparaturen vom Schiff und so weiter wahrscheinlich betreffen. Weil wir können unser Schiff auch ausbauen und anpassen. Man kann auch Rettungsmissionen fahren, habe ich im Trailer gesehen. Also im Trailer sieht man ein brennendes Schiffchen und man kann da selber mit einem Schiffchen hingefahren kommen. Mit so einem Löschmonitor quasi vorne drauf. Und dann kannst du da Schiffe auch löschen und so weiter. Und ich glaube, man muss seine Schiffe auch instand halten, so wie es auch aussieht hier. Und reparieren, sauber halten. Hat man auch im Trailer gesehen, dass man mit dem Hochdruckreiniger das Schiff sauber machen kann. Und so weiter und so fort. Und ist auf jeden Fall sehr viel, was man hier machen kann. Habe jetzt einfach mal hier durchgeschaltet und hier sehen wir auch unsere Bötchen, die wir besitzen. Momentan nur ein Paddelboot, aber jeder fängt mal klein an. Und hier haben wir auch nochmal eine Hilfe, wo man sich so ein bisschen, ja, Hilfe suchen kann, falls man mal irgendwie nicht weiterkommt. Genau, so. Okay, wir sollen zurück zum Büro. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, dass wir entweder zurückpaddeln, würden mal ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Ich würde aber jetzt einfach mal vorschlagen, damit wir hier ein bisschen vorankommen oder vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, dass wir einsteigen. Und dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, uns zu teleportieren. Und das würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir. Und damit wir dann auch mit dem nächsten Auftrag starten können. Wir können hier auch direkt wieder aussteigen, sind also dann direkt wieder am Büro. Und dann nehmen wir doch mal die nächste Tutorial-Mission an, würde ich einfach mal vorschlagen. Dafür gehen wir gerade mal ins Büro. Und dann haben wir hier eine Aufgabe, dass wir eine Reparatur machen sollen, auf hoher See quasi. Und wir nehmen einfach mal diese Mission an. Gibt wieder 20.000 Geld und 250 Erfahrungspunkte, nehmen wir an. Und genau, jetzt sollen wir shoppen gehen erstmal. Wir sollen nämlich einen Akkuschrauber kaufen und eine Sicherung. Dafür gehen wir einfach mal in den Shop, den haben wir hier direkt daneben. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Akkuschrauber zu kaufen. Fügen wir einfach mal hinzu. Und hier können wir eine Sicherung kaufen oder eine Lampe. Wir sollen die Sicherung mitnehmen, somit nehmen wir das einfach mal mit. Und dann sehen wir auch hier die Kosten. 318 kostet das jetzt. Wir haben 30.000 zur Verfügung. Nehmen wir einfach mal an. Dann haben wir noch 29.682 Geld zur Verfügung. Ist noch einiges. Und dann fahren wir einfach mit unserem Paddelboot wieder los. Genau, ja, der Anfang erstmal ganz gechillt mit dem Paddelboot, aber man kann sich ja später, wie gesagt, noch andere, habe ich schon gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, man kann auf jeden Fall sich verschiedene Schiffsarten dann kaufen, auch verschiedene Größen, Fischerboot und so weiter, ein Serviceboot, also dass du hier auch, wie gesagt, diese Löscharbeiten, glaube ich, vornehmen kannst und vielleicht kannst du damit auch Personen transportieren, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ein Frachtschiffchen kann man sich auch kaufen, zwar jetzt noch nichts so Großes, wenn ich richtig gesehen habe, aber wer weiß, was da noch alles kommt im Early Access und genau, somit spielen wir einfach mal ein bisschen, soweit wir kommen und soweit wir Lust haben. Und dann schauen wir vielleicht ab und zu nochmal bei dem Titel rein hier. Genau. So, da hinten sehen wir unsere Markierung, wo wir hin sollen. Wir können auch übrigens mit der Taste M eine Karte öffnen. Ups, jetzt habe ich hier eine Markierung gesetzt. Die wollte ich eigentlich gar nicht setzen. Ja, man sieht hier auf jeden Fall, man hat hier einiges, wo man schon rumschippern kann. Ja, man sieht hier auch wahrscheinlich Fisch-Spots, genau. Okay, zoomen wir mal wieder ran. Wir sind momentan hier unterwegs und sollen dort hinfahren. Genau. Ja, wollen wir hoffen, dass das Wetter so einigermaßen gechillt bleibt. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Wellen ein bisschen größer werden. Mal schauen, vielleicht kommen wir noch in irgendeinen Sturm rein oder so. Das wäre natürlich auch nochmal ein Highlight. Was hier noch nicht so richtig dargestellt wird, ist die Lampe. Normalerweise müsste die ja da vorne an dem Haken hängen. Aber wenn man hier auf dem Wasser rumschippert, dann wird die nicht ganz so korrekt angezeigt. Ich weiß auch gar nicht, ob man die einschalten kann. Keine Ahnung, aber werden wir auf jeden Fall auch noch feststellen. So, ich gebe mal wieder Vollgas. Powern wir uns mal wieder so ein bisschen aus. Man merkt es noch, die Performance, die
Ja, ist auch nicht immer so hundertprozentig hier am Start, aber das passt auch schon. Ist ein Early Access Titel. Im Early Access Titel muss man da einfach mal ein Auge zudrücken. Wäre das Spiel jetzt so fertig rausgekommen, würde ich vielleicht auch sagen, ja, nö, Performance nicht so geil. Aber ja, höchste Einstellung im Early Access und es läuft einigermaßen flüssig, außer wenn man halt so direkt in die Wassereffekte reinguckt. Ja, ist glaube ich schon mal okay. So, ich drehe das Schiffchen gerade hier mal so ein bisschen. Dafür muss ich immer vom Gas gehen. Und dann können wir das Schiff so ein bisschen ausrichten. Ja, durch die Wellen wird man halt auch immer so ein bisschen gedreht. Man sieht ja gerade, von welcher Richtung die Wellen kommen. Die kommen jetzt quasi aus der Richtung da hinten, schieben uns auch so ein bisschen mit. Kann halt sein, dass man dann auch immer so ein bisschen hier gedreht wird oder ja, am Ende total die andere Richtung fährt, als man eigentlich möchte, wenn man hier nicht ständig nachbessert. Ist auch eigentlich ganz cool, aber nö, die See ist eigentlich so noch ganz ruhig. Ist okay so. Ist okay so. Aber nee, die Welleneffekte da hinter unserem Schiffchen, die gefallen mir schon. Sieht zwar so aus, als hätten wir hier einen Motor eingebaut, weil wir so schnell unterwegs sind, aber nee, das sieht schon echt schick aus. Haben halt durchtrainierte Arme anscheinend. Naja, was haben wir denn hier alles rumliegen? Wir haben ja einen Hammer rumliegen, einen Lappen, Schraubenzieher oder Schraubendreher. Man sagt aber irgendwie immer Schraubenzieher. Und dann, ah, da sind wir auch schon. Wäre ich beinahe vorbeigeschippert. Okay, also mit der Taste V können wir dann übersetzen. Alles klar, dann gehen wir mal hier ein bisschen näher dran. Ah ne, wurde nur gesagt, dass wir hier die Kameraperspektive ändern müssen. Wir müssen in der Ego-Perspektive sein anscheinend. Okay, Entschuldigung, habe ich gerade falsch, falsch durchgelesen. So, also mit der Taste E können wir jetzt hier hochklettern. Ich hoffe mal, dass unser Paddelbötchen jetzt nicht abhaut. Und dann sind wir auch schon ziemlich oben und können jetzt hier den Kasten aufschrauben und können dann da die Sicherung austauschen. Okay, mit der Taste I können wir also aufs Inventar. Oh, wir haben sogar hier ein Funkgerät dabei. Wusste ich noch gar nicht. Soweit war ich jetzt auch noch nicht im Tutorial. Also das ist jetzt auch für mich komplett neu. Hier haben wir jetzt den Akkuschrauber, den benutzen wir jetzt gerade mal. Und da haben wir den auch in der Hand. Dann können wir hier die Schrauben wahrscheinlich rausschrauben. Ja, mit der Taste E funktioniert problemlos. Wunderbar. So, okay. Kann ich den dann wieder wegpacken? Ah ne, ich kann einfach auch so Taste E drücken hier auf die Klappe und dann geht die auf. Color Indicator, Blinking, Blink Up, okay. F6 quasi oder beziehungsweise Fragezeichen geht ständig kaputt, alles klar. Alles klar. Okay, jetzt muss ich hier gerade mal nachschauen. Also, da haben wir die Sicherung. Die sieht kaputt aus, da haben wir jetzt eine neue reingetan. Wir sollen die Farbe noch zu grün umändern. Dann leuchtet die Lampe jetzt wieder grün, okay. Und die Geschwindigkeit sollen wir noch einstellen. Ein Drittel Geschwindigkeit. Okay, und somit müssten wir hier fertig sein mit. Das sind anscheinend alles so Speed-Leveler oder sah so aus. Habe jetzt einfach mal die goldene Mitte genommen. Aber scheint okay zu sein, weil die Aufgabe wurde abgeschlossen. Gut. Dann müssen wir hier die Schrauben wieder reinmachen. Und dann sind wir fertig. Sehr schön. Level aufgestiegen. Ja, jetzt hätten wir wieder die Möglichkeit, boah, ist richtig neblig hier jetzt gerade geworden in der Zeit, wieder eine Schnellreise zurückzumachen. Würde ich sagen, machen wir einfach. Und dann können wir das Schiffchen wieder verlassen. Ist halt jetzt wirklich richtig neblig. Eieiei. So, wir sollen zum Shop. Okay, das wollen wir gerade mal kaufen. Damit wir fischen gehen können. Nehmen wir mit. So, go to Skill Tree. Und okay, Skill Tree. Jigger Skill. Wo haben wir das? Fishing. Wahrscheinlich hier, oder? Genau, Jigger. Da ist es ein bisschen hinterlegt, beziehungsweise ein bisschen heller dargestellt. Dann haben wir das Level hochgelevelt. Okay, dann haben wir das erledigt. Jetzt sollen wir zu unserem Schiffchen gehen und sollen zu einer Angelstelle fahren. Dann machen wir das doch. Wo müssen wir hin? Da hinten? Okay, dann Leinen los. Jetzt bräuchte ich mir so Fluch der Karibik-Musik hier.
Ja, ich mag die Filme. Fluch der Karibik finde ich echt super. Gucke ich total gerne. So, ich gebe schon wieder Vollgas. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen doof, dass jetzt so richtig neblig wird und man quasi nichts von der Umgebung so wirklich sieht, aber gut. Was halt hier jetzt auch aktuell noch ist, hatte ich auch schon in den Steam-Rezensionen gelesen, dass anscheinend noch keine anderen Schiffe hier durch die Gegend schippern. Ja, man ist also quasi momentan noch alleine unterwegs, außer man spielt den Multiplayer. Aber ja, gut. Early Access wird bestimmt noch dazu kommen. Ja, weil gehört ja eigentlich schon dazu. Und ich glaube, selbst damals die Schiffssimulatoren, die hatten auch schon andere Schiffe, die durch die Gegend geschippert sind. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann hier nicht so der Fall ist. Ja, das wird schon noch dazu kommen. Dupdidupdidu. Da vorne müssen wir hin. Immer der Sonne entgegen. Richtung Südwesten. So, wir drehen gerade nochmal so ein bisschen. Okay, wir sind also da. Jetzt wird's interessant. Also, wir sind angekommen. Jetzt sollen wir ein paar Fische fangen. Okay, auch wieder im Inventarmenü. Müssen wir das auswählen, benutzen. So. Also ins Wasser gucken und platzieren. Ich kann mal schauen. Also. Okay, die Leine haben wir jetzt also ins Wasser geschmissen. So können wir die Leine anscheinend ein bisschen wobbeln lassen, das Gefühl. Mit Q können wir beenden und... Okay. Ich probiere gerade einfach mal so ein bisschen aus. Was bedeutet das rote, grüne Licht? Ich habe keine Ahnung. Ich drücke gerade einfach irgendwelche Tasten. Moment. Nochmal auf ein neues. Auf ein neues. Also mit der Taste E. Ich weiß nicht so genau, was mir das rote und grüne Licht sagen möchte. Ich lese mir gerade den Text oben links nochmal durch und versuche das so ein bisschen gerade für mich zu übersetzen. Ah, okay, wir haben das also, okay, man rollt also quasi diese Rolle ab und dann, jetzt sind wir quasi hier fleißig am Angeln. Wir sollen quasi die Maustaste drücken, wenn der Kreis gerade grün ist. Wenn ich das so richtig verstehe. Ja, das war aber anscheinend nix. Oder doch? Doch, wir haben einen Fisch. Ah, oh, okay. Die ist gerade gerissen. Okay, okay. Wir kommen so langsam dahinter. Alles klar. So, dann rollen wir jetzt gerade wieder die Rolle ab. Und jetzt, jedes Mal, wenn es grün ist, quasi sollen wir drücken. Anscheinend. Oder vielleicht ist es auch einfach nur die Wartezeit. Nö. Okay, jetzt müssen wir gucken, wenn die Leine rot wird, ist sie kurz vorm Reißen. Alles klar. Gut, dann kommen wir so langsam jetzt dahinter. Grün ist noch okay, rot ist gefährlich. Okay, viel Geduld bringen wir jetzt einfach gerade mal auf. Okay, schon wieder rot. Boah, schon wieder rot. Na komm, na komm. Aber irgendwie lasse ich doch Leine los die ganze Zeit.
Nee, jetzt wickle ich gerade wieder auf, aber eben gerade hatten wir auch schon mal mehr drauf. Jetzt ist wieder dann weniger geworden. Ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig ist, was wir hier machen. Jetzt wird gerade die Leine wieder weniger und jetzt ist wieder okay. Wieder kaputt. Das ist gar nicht so einfach. So, jetzt lassen wir quasi wieder Leine ab bis zum Meeresboden so ungefähr. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Das ist echt nicht easy. Okay, jetzt wollte ich gerade ein bisschen zu viel. Na komm, auf ein neues, auf ein neues. Ja, okay, man muss wirklich immer drücken, wenn das Licht grün ist. Also das haben wir schon mal richtig verstanden. Okay, der Fisch ist jetzt gerade ein bisschen wilder. Ja, er springt auf jeden Fall fleißig und ordentlich durch die Gegend. Na komm her, na komm her. Aber ich verstehe halt nicht, warum das Seil dann immer wieder weniger wird, obwohl ich hier am fleißigen Kurbeln bin. Das ist vielleicht auch noch ein Darstellungsfehler, keine Ahnung. Das verwirrt mich auf jeden Fall vollkommen. Er kommt doch auch gar nicht näher, oder? Na komm her. Na komm her. Auf jetzt. Das gibt's doch nicht. Kann man das überhaupt schaffen? Es kann aber nicht sein, dass die Leine ständig sich wieder abwickelt. Ich habe hier nur die Möglichkeit, die Maustaste zu drücken. Ja, gut, wieder gerissen. Wie soll ich denn hier einen Fisch fangen? Das geht doch gar nicht. So, auf ein neues. So, Leine wieder ablassen. So, jetzt wieder jedes Mal beim grünen Licht drücken. Dann kriegt man recht schnell einen Fisch an die Leine. Aber das Einrollen ist irgendwie noch so ein bisschen unverständlich. Jetzt habe ich Q gedrückt. Verdammt. Wollte ich gar nicht. Beziehungsweise wollte gerade noch ein bisschen rumdrücken, aber Q hätte ich nicht drücken sollen. Naja, so. Ich würde das jetzt hier noch einmal in der Aufnahme probieren. Falls ich damit nicht weiterkomme, möchte ich nicht die komplette Folge damit voll machen. Und deswegen würde ich dann die Aufnahme pausieren und versuche dann den Fisch zu fangen. Und wenn ich einen habe, dann geht's weiter. Beziehungsweise wenn ich die drei Stück gefangen habe, drei Stück soll man, glaube ich, fangen. So, jetzt wieder die Leine kurz vom Reißen. Ich drehe wieder rein und drehe wieder rein und drehe wieder rein. Irgendwie das Gefühl, es funktioniert nicht richtig. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt haben wir wieder gar keine Leine auf der Rolle hier drauf. Ich kann halt nur das drücken. Steht da halt auch nur da. Gedrückt halten. Too real. Ja, mache ich ja. Ich würde sagen, ich pausiere mal ganz kurz die Aufnahme. Ich probiere einfach noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich glaube, wir haben Fisch gefangen. Ich glaube, wir haben Fisch gefangen. Ja, krass. Oh Gott, es fehlen noch zwei Stück. Es ist wirklich, ich mache alles korrekt. Es ist nur wirklich unglaublich anstrengend. Man muss sich unglaublich konzentrieren. Ich habe nur gerade das Ende vom Fischen nicht mitbekommen, eben gerade, weil ich nebenbei noch eine Taste gedrückt habe, damit die Aufnahme wieder weitergeht. Aber heilige Scheiße, muss man sich da konzentrieren. Das ist richtig anstrengend. Das ist wirklich richtig anstrengend. Aber was ein Riesenbrocken wir da gerade aufs Schiff gezogen haben. Sehr krass. Ja, und wie gesagt, ich mache alles richtig. Man macht hier 10 Umdrehungen quasi mit der Kurbel. Man wickelt Seil auf, Seil ab, alles mit der gleichen Taste. Und der Fisch kommt trotzdem immer Millimeter für Millimeter näher. Oh, fliegende Fische. Cool. Ja.
Aber man muss halt wirklich nur die ganze Zeit drauf achten, dass die Leine nicht reißt. Immer so ein bisschen kurbeln und kurbeln und kurbeln und kurbeln. Jetzt kurbeln wir gerade wieder quasi Seil ab, wo wir ja eigentlich Seil aufkurbeln müssten. Das ist irgendwie noch nicht so korrekt dargestellt, habe ich das Gefühl. Und dann kommt der Fisch halt Millimeter für Millimeter wirklich näher. Es ist wirklich in ganz kleinen Schritten. Alter, war das ein hoher Sprung. Ja, und muss man halt die ganze Zeit gucken, dass man darauf achtet, dass das Seil nicht reißt. Das ist mir eben gerade noch, nachdem ich die Aufnahme pausiert hatte, ein paar Mal passiert, dass das Seil gerissen ist. Da brauchst du schon echt Nerven. Da brauchst du echt Nerven und Geduld. Und man sieht es ja, ich kurbel und kurbel und kurbel, der Fisch kommt so gut wie gar nicht näher. Aber es ist halt wirklich, es sieht nur so aus, weil der halt Millimeter für Millimeter näher kommt. Und der ist vollkommen am Durchdrehen, der Fisch, habe ich das Gefühl. Immer so ein bisschen eindrehen, wieder ein bisschen drehen, wieder ein bisschen drehen. Man hört es ja auch immer knirschen und knarzen. Das ist immer, wenn das Seil sich ziemlich spannt. Beziehungsweise die Angelschnur. Und ja, der Wellengang ist irgendwie auch nicht besser geworden, oder? Das sind auch ein bisschen höhere Wellen. So, wir ziehen nochmal ein bisschen weiter an. Das ist halt ärgerlich, wenn du jetzt so 10 Minuten hier dran rumziehst und dann reißt dir einfach die Angelschnur. Und dann fängst du wieder von vorne an. Es ist halt wirklich eine harte Sache. Na gut, ich denke aber mal, wenn man... Ja, ihr seht es ja, der Fisch kommt näher, aber wie langsam halt. Man macht hier 1000 Umdrehungen mit dem Ding, der müsste eigentlich schon 5 Meter näher sein. Und dann ist er halt erst so ein paar Millimeter näher. Aber der hat ordentlich Speed drauf, der Fisch. Ja, jetzt sieht man den auch schon so ein bisschen im Wasser unten rumwabbeln. Es wird langsam. Aber boah, ich bin, glaube ich, da ganz froh drum, wenn wir ein Schiffchen haben, ein schönes. Mit richtiger Angelausrüstung und so weiter. Ich denke mal, dann funktioniert das ein bisschen besser als so von Hand. Und ich hoffe, dass wir für die paar Fische, die wir gefangen haben, richtig ordentlich Geld kriegen. So. Ein Fisch noch übrig. Wir haben wieder einen geschafft. Ja, weil das muss sich ja auch irgendwie lohnen. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt hier schon rummachen, aber wir machen schon ziemlich lange, mache ich jetzt schon rum. Ich meine, dass ein Fisch anbeißt, das ist kein Problem. Das geht recht schnell. Jedes Mal, wie gesagt, wenn es grün aufleuchtet, Maustaste drücken, dann geht das recht schnell wieder los, das Spielchen. Aber hier das Fisch einziehen, uiuiuiuiuiuiui. Und wie gesagt, die Animation ist halt noch falsch mit dem Seil. Dass sich das abrollt. Das hat mich eben gerade auch so ein bisschen verwirrt gehabt. Ja, der fliegt wieder ordentlich durch die Gegend. Ja, der hat seinen Spaß. Okay, können wir wieder ein bisschen mehr aufwickeln. Aber hier musst du wirklich ultra gefühlvoll vorgehen, sonst ist es gleich wieder gerissen. Man muss immer so ein bisschen den Spot abwarten, wenn man richtig kurbeln kann. Sobald wieder Widerstand da ist, muss man wieder kurz warten. Lieber weniger riskiert, als zu viel riskieren. Dann fängt man wieder von vorne an. So. Noch sehe ich den Fisch nicht im Wasser. Das heißt, er ist noch ordentlich weit weg. Ja, man sieht ihn aber ein bisschen rumfliegen. Jetzt sieht man ihn auch langsam unter Wasser. Ja, ich hab das Gefühl, das Wasser wird ein bisschen rauer. So, jetzt können wir gerade wieder ordentlich kurbeln. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Puh. Nein, ich wollte jetzt nicht...
Nein, ich will jetzt nicht mehr angeln. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, wie komme ich hier wieder weg? Inventar? Hilfe? Wie darf ich... Mit E tue ich... Ich komme gerade nicht weg. Kann ich den auch wieder wegpacken? Gib mir lieber den Akkuschrauber. Nee, hä? Ich komme hier gerade nicht weg. Ja, ich kann aber rumpaddeln, oder was? Ist das gerade ein Fehler? Normalerweise stand da, mit Q kann ich das irgendwie abbrechen oder beenden, aber... Ah! Taste X. Ja, klar. Wir haben es geschafft. Boah, das war jetzt wirklich eine anstrengende Aufgabe. Die war wirklich richtig hart. Schnell weg hier. Schnell weg, ich habe genug vom Fischen. Ich will nicht mehr angeln. Nee, Quatsch, alles gut. Ich denke halt wirklich mal, wenn wir dann richtige Schiffe haben und vielleicht Schleppnetze oder was weiß ich, was für Fischmethoden es hier gibt oder Angelmethoden, ich glaube, dann läuft das alles auch ein bisschen besser. So. Ich gebe gerade mal wieder ein bisschen Vollgas. Ich müsste auch eigentlich noch ein Foto machen, aber jetzt gerade so ein bisschen neblig. Wow. Ja, die Wellen werden ein bisschen ungemütlicher, aber man sieht halt wirklich so gut wie gar nichts mehr gerade. Mein Computer schreit auch nur ein bisschen gerade durch die Gegend. Der Kühler läuft auf Hochtouren. Das Spiel fordert schon arg. Gerade auch mit dem Nebel hier, das Gefühl. Mag er nicht so ganz. So, ja, ich fahre hier gerade so ein bisschen zickzack. Ja, man muss halt dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit W gedrückt halte, damit ich geradeaus fahre, kann ich nicht lenken. Das heißt, ich muss dann immer geradeaus fahren, loslassen, dann kann ich eine Taste drücken halt für irgendeine Paddel, die ich benutzen möchte und so kann man halt immer so ein bisschen seinen Kurs ausgleichen, ja, so kann man halt lenken. Deswegen tue ich hier gerade so ein bisschen zickzack fahren, gerade auch mit den Wellen und so weiter wird man da halt so ein bisschen hin und her geschnickt. Aber wir haben schon 1.16 Uhr Nachmittag jetzt. Ich war wohl ein bisschen unterwegs. Das Angeln hat ein bisschen länger gedauert. So, hier könnte man überall stehen bleiben mit seinem Schiffchen. Naja. Wir fahren trotzdem da vorne zum Dock wieder hin. Wow, Wellen und so. Also ich bin echt froh, wenn wir da ein bisschen was Stabileres, Größeres haben. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Paddelboot so weit rausfahren würde. Okay, müssen uns noch ein bisschen drehen. Das kriegen wir aber hin. Und festgemacht, Schiff verlassen. Was jetzt mit meinem Fisch? Habe ich den jetzt automatisch irgendwie... Wahrscheinlich haben wir den automatisch abgeladen. Fishery, da hinten, Fishery. Da ist er. Okay. Ja gut, man muss auch erstmal rausfinden, wo hier sich alles befindet. Ich hätte es halt jetzt noch recht cool gefunden, wenn man jetzt eine Kiste mit sich rumschleppen würde, wo die Fische drin liegen. Könnte der Nebel jetzt auch bitte mal irgendwann wieder weggehen? Das wäre sehr nice. Das ist, ja, gut. Ist halt Wetter. Kannst du nicht beeinflussen. Doch, kannst du schon. Ist möglich. Aber hier in dem Spiel weiß ich es nicht. So. Okay. Hatte ich nicht drei? Ah, okay. Zwei große und einen kleinen. Hä? Warum habe ich da jetzt drei? Da zwei? Ja, alles verkauft. Ich finde, wir haben viel zu wenig Geld für die Arbeit bekommen. Gut. Okay, und somit sind wir durch mit dem Tutorial, oder? Ja, noch nicht ganz.
Okay, wir sollen uns jetzt also ein anderes Bötchen kaufen. Das kriegen wir hin. Endlich. Weg mit dem Paddelboot. Das ist mir zu klein. Es ist... Also ich, klar, ist schon cool, aber gerade wenn halt die Wellen ein bisschen rauer werden, ist es halt mit so einem Paddelboot echt unangenehm. Okay, dann gehen wir gerade mal hier rein. Wir können hier sauber machen, also Schiffe sauber machen, reparieren, upgraden und so weiter und so fort. Auch verkaufen, neu kaufen. Okay, das ist also unser Schiffchen und da sehen wir auch das Licht leuchten. Also das kann man anscheinend auch einschalten. Alles klar, gehen wir doch gerade mal an den Computer. Switch Boats. Okay, Name, das heißt aktuell so. Okay, okay, okay. Oh, können wir auch neu benennen. Alles klar. Ah, Schriftart können wir auch auswählen. Und die Farbe auch. Sehr cool. Okay, wir können das auch verkaufen. Okay. Gut, ich verstehe. Boote. Genau, da haben wir jetzt die verschiedenen Schiffe, die es aktuell gibt. Ich weiß nicht, ob man mit höheren Leveln noch größere oder andere freischalten kann oder ob das die aktuell verfügbaren Schiffchen sind. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich denke mal, da wird bestimmt noch früher oder später was dazukommen. Kann mir nicht vorstellen, dass das alle sind. Ja. Wir haben ja auf jeden Fall Cargo-Boote, Fischerboote sind die zwei hier. Das andere zwei sind Cargo, das sind Fischerboote und das sind hier Service-Boats. Und das Schiff hat man im Trailer gesehen. Mit so einem Löschmonitor vorne drauf. Das ist zu einem brennenden Schiff gefahren. Also ich denke mal, dass man auch so Löscheinsätze... Ah, genau. Supported Rigging Remote Water Cannon. Okay, genau, die Wasserkanone, die man da vorne anbringen kann dann. Hier kann man auch eine Wasserkanone anbringen bei dem Schiff. Okay. Kostet 349.000. Das hier kostet 6.950.000. Das sieht aber auch ordentlich aus, das Schiff. Fischerboote auch ultra teuer. Das günstigste Fischerboot 99.000. Hm. Jetzt haben wir hier 950.000. Name Dr. Phil. Alles klar. Ja gut, wir haben jetzt aktuell, wie viel haben wir zur Verfügung? 51.000. Ich würde dann fast sagen, wir nehmen das Cargo-Boot. Ja, dass wir da erstmal ein bisschen Fracht transportieren können von A nach B. Würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht finden. Hm, genau. Achso, das muss ich noch, ja, gedrückt halten. Einmal anklicken bringt nichts, muss man gedrückt halten. Und schon haben wir hier das Tutorial jetzt offiziell beendet. Und wir besitzen ein weiteres Schiffchen. Sehr cool. Ja, könnten wir jetzt auch wieder einen Namen für geben. Ich bin bei so Schiffnamen ultra unkreativ. Ihr könnt ja gerne mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ja, dann suche ich mir da einfach mal einen Namen raus für das Schiff. Okay, man könnte es also auch wieder verkaufen. Upgrades kann man hier vornehmen. Ah, Suchscheinwerfer können wir auch hier. Okay. Andere Schubhebel quasi, die man anbringen kann. Steuerung. Okay, das sieht natürlich moderner aus, aber sowas ist irgendwie schön klassisch, oder? Propeller können wir auch auswählen, andere anbringen. Ah, okay, da kriegt man also auch andere Geschwindigkeiten dann von dem Schiff hin. Sehr cool. Anderer Motor, den man verbauen kann. Boah, aber auch ultra teuer alles. Und einen größeren Sprittank. Alles klar. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall sehr viele coole Möglichkeiten. Gefällt mir schon mal sehr gut. Hier kriegt man auch nochmal einen externen Sprittank, den man hier anscheinend anbringen kann. Okay, okay, okay. Und reparieren kann man das Ding hier auch. Alles klar. Ja gut, dann haben wir da schon mal ein bisschen was gesehen. Finde ich schon mal sehr cool. Ich wollte noch gerade mal gucken, hat man hier irgendwo auch... Da ist der Hochdruckreiniger. Genau, damit kann man... Okay, muss ich auch erst einschalten. Muss man sogar erst einschalten, dann kann man hier loslegen. So kann man sein Schiff sauber machen, innen, beziehungsweise oben wie unten. Sehr coole Sache. Genau, hier drinnen kannst du dann auch sauber machen. Ja, nice. Wassereffekte, beziehungsweise das Nasse sieht auch cool aus.
sieht ordentlich aus. Na gut. Ich würde dann sagen, dass wir uns in der nächsten Folge mit dem Schiff mal aufs Wasser begeben. Wie kann ich das wieder ausmachen? So wahrscheinlich. Und kann ich das auch einfach wieder hier hinhängen? Taste X. Taste X. Taste X ist irgendwie alles verlassen, habe ich das Gefühl. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser ersten Folge. Ich hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr über Like freuen, gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne natürlich auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, falls ihr gerade auf der Suche seid nach Spielen günstig und legal, dann könnt ihr mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming, könnt ihr euch günstig und legal Spielchen kaufen. Genau, ja. Und wenn ihr es über diesen Link macht, unterstützt ihr halt auch noch gleichzeitig den Kanal. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.